Die In Salzach-Euregio, ein Regionalverein mit 134 Mitgliedern aus 4 Bezirken: Ried, Braunau, Scherding und Griskirchen. Ziel des Vereins, den gemeinsamen Wirtschafts-, Arbeits-, Kultur- und Lebensraum der Region Innviertel Hausruck weiterzuentwickeln und zu stärken. Jedes Jahr greift die In Salzach-Euregio Themen auf, die die Menschen in der Region beschäftigen. Das diesjährige Euregio-Forum zeigte auf, wie Baukultur in der Region Innviertel Hausruck gemeinsam gelingen kann. Wir werfen einmal einen Blick natürlich in andere Regionen, haben mitgekriegt natürlich, dass das in anderen österreichischen Regionen schon längst Thema ist. Gerade was im Zusammenhang mit dem Bodenverbrauch, der Architektur, wie gebaut wird. Weil Baukultur heißt natürlich Versiegelungsflächen vermeiden, Industriebrachen wiederbeleben, alte Baubestände sichern und renovieren und nicht auf der grünen Wiese neu bauen. Und das geht es eigentlich hauptsächlich und das hilft nicht nur den Städten, den Ortschaften, sondern eben auch dem Klima. Die Baukultur befindet sich im Wandel der Zeit. Immer mehr weg vom beliebten Ortszentrum hin zu sogenannten Donutorten. Na, wenn man sich die Entwicklung unserer Orte hernimmt, sind die Orte ja immer mehr in die Breite gegangen. Und ganz viel von dem, was eigentlich das gute Leben und eigentlich auch die gebaute Kultur ausgemacht hat, ist leer. In der Mitte drinnen. Das heißt, es ist ein Loch entstanden. Deswegen nennt man viele Orte eigentlich auch Donutorte, weil nichts mehr los ist drinnen. Wir brauchen wieder einen Krapfen. In der Mitte muss wieder das süße Leben, die gute Marmelade drinnen sein. Nur, das dauert 10 bis 15 Jahre. Und ich muss dranbleiben, ich muss wirklich voll den Fokus legen auf das Thema und dann funktioniert es. Der Vortrag zeigte Methoden, Techniken, Tipps und Tricks, wie die Gestaltung von schönen, respektvollen Zukunftsorten funktionieren kann. Ja, es war hochinteressant. Man sagt, es braucht Visionen, Mut und Kraft zur Umsetzung. Wir in Hönhardt haben ja auch ein Pilotprojekt mit dem Regionalmanagement laufen, gemeinsam daheim in Hönhardt. Und da sagt man genauso, wir brauchen im ländlichen Raum neue Antworten zum Thema Wohnen. Und ich glaube, da hat man sich heute sehr viel Impulse holen können. Ja, wir haben ebenfalls vor 15 Jahren begonnen, mit den Bürgern gemeinsam nachzudenken, wie unsere Gemeinde, in dem Fall Michaelenbach, sich weiterentwickeln kann, damit der Ortskern nicht leer wird und das Denken in unserer Gemeinde doch in vielen Bereichen in eine andere Richtung entwickelt hat. Wir stehen in unserer Gemeinde auch vor der Herausforderung, dass wir einen Ortskern beleben möchten. Und es ist mir klar, dass man da die Bürger mit einbinden muss. Das ist mir heute nur klarer geworden. Mittendrin und rundherum. Nachhaltige Baukultur in der Region kann gelingen. Und zwar gemeinsam. Das ist ja bei uns in der Regionalentwicklungsarbeit ganz essentiell, die Bürger mit einzuholen, weil die sind die Leute, die vor Ort leben und die können mitgestalten. Und den langen Atem, glaube ich, muss man auch haben und für das muss man sich Zeit nehmen und langsam entwickeln.